Habe ich für euch Dragon Ball Set der Cell in seiner perfekten Form. Schauen wir uns Cell erstmal an. Die ganzen Details, die er hat. Der Kopf ist wirklich sehr schön gemacht. Und macht der Fokus nicht mit. Und ist wirklich sehr schön gemacht. Dann die Brust. Also hat wirklich sehr guten Wiedererkennungswert. Finde ich richtig gut. Kommen wir mal zu den Bewegungspunkten. Der Kopf lässt sich drehen. Nicht ganz 360 Grad, auch nicht mal glaube ungefähr 180 Grad durch das Gesicht, das drin ist. Dann Arme gehen so hoch und ja, so zurück. Ellbogengelenk. Dann leider nichts in der Hüfte. Die Oberschenkel sitzen auf Kugelgelenken. Dann hat er doppelte Kniegelenke. Das finde ich auch wieder ziemlich gut. Die Füße sitzen, glaube ich, auch auf Balljoints. Und die Flügel lassen sich bewegen. Dann kommt Cell noch mit austauschbaren Teilen. Na, steh. Ja. Einmal mit einem zweiten Gesicht. Na, sieht man's? Ich glaube, man sieht's. Dann zweimal mit derselben Hand, die irgendwie so komisch offen ist. Also es ist zweimal dieselbe, finde ich wirklich seltsam. Was mir lieber wäre, wenn so zwei offene Hände da wären für das Kamehameha, aber naja. Sind halt die dabei. Und dann eben noch eine zweite Faust. Die Hände tauscht man ganz einfach, man zieht eine raus. Na. Und immer mit der zweiten Faust rein. Und wie man auch sehen kann, die Hände sitzen auch auf Balljoints. Beim Gesicht haben sie sich wirklich was einfallen lassen, finde ich. Wie man das sieht, das Gesicht hat dazu so zwei kleine Joints. Und die kann man ihm ganz einfach da in den Kopf stecken. Ich glaube, mit der Handykamera sieht man es jetzt nicht, aber auch egal. So. Ja. Ich muss auch sagen, die Verarbeitung ist eigentlich relativ gut. Bis auf die Flügel, die fühlen sich irgendwie so ein bisschen billig an, aber naja, ist auch nicht wirklich schlimm. Und Cell ist einer der besten Figuren in dem ganzen Set. Ich würde sagen, die beste ist Teen Gohan eigentlich. Ja, die ist wirklich die beste Figur. Ja, bleib stehen. Naja, egal. Jetzt machen wir schnell einen Größenvergleich mit Halo 4 Master Chief. Also, ja, Cell ist ein bisschen größer, auch ein bisschen Kopf, wenn man es mal das da oben nicht mitzählt, ist er trotzdem ein bisschen größer. Und ja, das war's jetzt wieder von mir. Ich werde versuchen, jetzt regelmäßiger Videos zu machen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!